Liebe Erstsemester an der Goethe-Universität, mein Name ist Enrico Schleif und als Präsident der Goethe-Universität begrüße ich Sie im Namen des gesamten Präsidiums und aller Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sehr herzlich zu Ihrem ersten Semester an unserer Universität. Ich hoffe, dass Sie, sofern Sie erst nach Frankfurt umziehen mussten, eine Unterkunft gefunden und sich dort bereits ein wenig eingelebt haben. Frankfurt ist eine großartige und weltoffene Stadt und die Goethe-Universität eine hervorragende Universität. Liebe Studierenden, Sie haben die richtige Wahl getroffen. Ihr Studium startet unter außergewöhnlichen Umständen, denn die Corona-Pandemie ist weiterhin präsent. Und trotzdem ist in diesem Semester alles anders als in den drei Semestern davor, die nahezu komplett als Digital- oder Hybridsemester gestaltet wurden. Die Goethe-Universität kehrt in weiten Teilen zur Präsenzlehre zurück. Das bedeutet für Sie, viele von Ihnen sind wieder auf dem Campus. Sie können sich treffen, Sie können in der Mensa essen gehen oder gemeinsam einen Kaffee trinken. Aber vor allem, Sie können Seminare und Vorlesungen wieder live erleben und sich vor Ort selbst einbringen, in den Hörsälen und den Seminarräumen unserer Universität. Darauf freuen wir uns mit Ihnen. Für Ihren Studienstart wünsche ich Ihnen alles Erdenkliche Gute. Seien Sie gewiss, dass alle Mitarbeitenden und Lehrenden der Goethe-Universität in den letzten Monaten alles unternommen haben, ihren Studienstart bestmöglich zu gestalten. Da wir jedoch immer noch unter Pandemiebedingungen lehren und dafür weiterhin eine ganze Reihe verbindlicher Regeln gelten, bitte ich Sie um Verständnis. Um Verständnis, dass vielleicht in den ersten Wochen noch nicht alles so klappen wird, wie wir uns das vorgenommen haben. So ist zum Beispiel an einigen Gebäudeeingängen aufgrund von Kontrollen mit Wartezeiten zu rechnen. Halten Sie im Kopf, wir sind eine Universitätsgemeinschaft mit über 50.000 Mitgliedern. Sie können sich vorstellen, dass die Rückkehr zur Präsenz einige Kraftanstrengungen bedeutet. Und liebe Studierende der Medizin und Zahnmedizin, bitte beachten Sie, dass am Universitätsklinikum aufgrund der dortigen Krankenversorgung abweichende Regeln gelten. Sollten Ihrerseits irgendwelche Fragen oder Unklarheiten bestehen, so können Sie sich auf der Startseite der Universität unter dem Stichwort Informationen zum Wintersemester über den jeweils neuesten Stand der Entwicklung informieren. Hier finden Sie unter anderem wertvolle Informationen rund um die Organisation Ihres Studiums. Bitte machen Sie in Ihrem eigenen Interesse von diesem Angebot Gebrauch. Last but not least bitte ich alle, sofern noch nicht geschehen, lassen Sie sich impfen, damit bald wieder ein Campusleben ohne Corona-Regeln möglich ist. Auf dem Campus der Goethe-Universität werden in regelmäßigen Abständen mobile Impfstationen zugegen sein, in denen Sie den Corona-Schutz erhalten können. Für die kommenden Wochen wünsche ich Ihnen ein gutes Ankommen in Frankfurt, aber ganz besonders an der Goethe-Universität. Machen Sie sich mit den Besonderheiten eines universitären Studiums vertraut. Die Begeisterung für Ihr universitäres Fach, die Aneignung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei gleichzeitiger Offenheit dafür, das bisher Gewusste immer wieder kritisch zu überprüfen, sich immer wieder auf Neues einzulassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, auch im Namen aller Mitglieder der Goethe-Universität, einen erfolgreichen und erfüllenden Studienstart.